Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley und nein, ich bin nicht besser vorbereitet heute. Guten Morgen. Vielleicht ist es ein guter Tag, um sich zurückzulehnen und doch nochmal ein wenig Gitarre zu spielen. Finde ich gut. Hey, du kannst dich auch entspannen, wenn du willst. Würde ich gerne. Ich mache mir einfach mit dir einen entspannten Tag. Aber ich glaube nicht, dass meine Zuschauer das wirklich sehen wollen. Oder? Das heißt, wir arbeiten doch und das heißt vor allen Dingen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tiere, dann laufen wir wieder unsere Pfade ab und schauen, ob es was Interessantes gibt. Warum das nicht voll regnet, verstehe ich immer noch nicht, aber gut, sei es drum. Ach, jetzt liegt das ganze Zeug hier drin. Natürlich. Mal schauen, wie viel Futter noch im Silo steckt. Wahrscheinlich relativ wenig. Ich nehme ich mit und dich nehme ich auch mit. Ah, da war noch ein Trüffel dahinter. Hallo, meine lieben Tiere. Natürlich kaum was von gleicher Qualität. Ich bin nicht überrascht. Wirklich relativ wenig Heu, aber. Ich schätze nur so die Regentage, bis wieder Winter wird. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit, ne? Würde ich mal so sagen. Und ich muss mir auch mal Gedanken machen, wann und wie ich das Projekt zu einem Ende bringe. Denn ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das Projekt ja auch nicht ewig gehen kann. Und ja, dass ich mir da durchaus schon Gedanken drüber mache, wann und wie ich das beende. Es steht ja auch nicht mehr so viel aus, würde ich mal sagen, was das Spiel an sich betrifft. Wir haben nicht mehr so viel zu tun. Und das, was wir zu tun haben, ist relativ monoton, wenn man das so sagen möchte. Habe ich hier nämlich gleich auf dem richtigen, wo ich schon drauf bin. Und von dem her, ich glaube einfach, dass es für euch nicht mehr so interessant ist wie früher. Also mir macht Spaß, keine Frage, das zu spielen. Sonst würde ich es auch nicht mehr, überhaupt nicht mehr machen. Mir würde es auch Spaß machen, wenn ich den ganzen Tag nur neben Sam hinsitzen würde. Oder, was weiß ich, hier ins Lagerfeuer sitzen würde. Oder jeden Tag zu Sandy fahren würde. Wie schon gesagt, das wäre mir alles herzlich egal. Aber ich glaube einfach nicht, dass es euch Spaß macht, das anzuschauen. Und ich war zwar immer der Meinung, ich produziere das hier für mich und nicht um irgendjemandem zu gefallen. Und das sehe ich eigentlich auch immer noch so. Aber wenn es euch nicht gefällt, schaut ihr euch das ja auch nicht an. Ne? Und ja, es ist irgendwie alles schwierig. Wahrscheinlich mache ich mir auch nur viel zu viele Gedanken mal wieder. Es wird mich nicht mehr wundern, denn so kenne ich mich. Ach ja, ich glaube, ich gehe zur Bushaltestelle und fahre zur Sandy. Ja, ich laufe jetzt hier nochmal runter und schaue, ob hier vielleicht noch kleine Stückchen gibt. Aber, wie schon gesagt, also, wenn sich da nicht bald was dran ändert, befürchte ich, werde ich doch zu Cheats greifen müssen und ich, nicht mehr. Also den Ton habe ich an. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt keine Musik mehr bekomme. Vielleicht hat das Update da irgendwas kaputt gemacht. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Satz ich vorher angefangen habe, aber egal. Hallo Pam. Ja, bitte. Dann schaue ich mal der Sandy vorbei. Hier
könnte ich nämlich, wenn es hier kleine Stechen gibt, auch eins der Dinge finden, die ich suche, aber ich bezweifle es, sage ich euch ganz ehrlich, dass ich hier das finde, was ich suche. Ach ja, aber vielleicht täusche ich mich ja doch nicht. Schauen wir mal. Oh, ein Kunde, ja, ja. Ein Kunde, Rhabarbersaat. Was hast du denn heute sonst noch so? Wildhonig will ich nicht haben. Zack, 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 zack. Ich stock jetzt einfach alles mal ein wenig auf. Vor allem das, weil wir haben jetzt ja bald Sommer. Ich sehe schon, wohin das mit meinem Geld geht. Keine Sorge. Aber ich brauch's ja nicht. Für was auch. War sehr umständlich. Hallo. Mein Name ist nicht wirklich Sandy, weißt du. Es ist nur gut fürs Geschäft. Aber jeder nennt mich Sandy, also habe ich mich daran gewöhnt. So, so. Wie heißt du wirklich? Man weiß es nicht. Schade, schade, Schokolade. Was gibt's da unten? Schade, dass wir da nicht runter können. Finde ich auch mal interessant. Da drüben die Stechen habe ich gesehen und die, Kaktusfrucht habe ich auch gesehen da drüben. So, ich laufe jetzt hier so ein bisschen in den Rast ab, wenn man so möchte. So. Was habe ich eigentlich erwartet, ne? Was habe ich erwartet? Eigentlich habe ich nichts anderes erwartet. Und ist eigentlich das Traurige, ne? Ja. Ihr wisst nicht, wie sehr mich das gerade nervt, ne? Ach ja. Vor allem, weil ich verstehe es einfach nicht. Ach so, ich habe ja keinen Aufzug mehr. Stimmt. Und da gibt es lauter so dumme Viecher. Wirklich. Okay, ich hau schon ab. Keine Angst, wenn ich sehe, wie sehr die mir zusetzen. Das geht ja mal gar nicht hier. Dann esse ich würziger. Ah, nein, esse ich nicht. Das ist mir dann doch zu wertvoll. Also wenn ich sehe, was man das alles bekommen kann. Ja, zurück ins Sturmportal, bitte. Ich denke, ich habe hier alles, was ich bekommen kann. So, dann gehe ich jetzt aber in den Zundersaft weiterführen. Warum auch nicht? Ach so, ich könnte mir noch so einen komischen Pferdestall leisten. Falls ich das könnte. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Ich meine, Hartholz vor allem. Ich meine, man brauchte 100 Hartholz. Brauchte man 100 Hartholz? Ich schaue gerade mal zur lieben Robin. Zack. Natürlich Lehm. Robin. Nehme ich da das nächste. Und frag sie mal, was es mich kostet, wenn sie mir ein Pferd baut. Ich habe mit Absicht gesagt, ein Pferd baut, denn das Pferd ist mit dabei im Stall. Man kann dann auch reiten. Das können wir nochmal anschauen. Oh nein, du bist pitschnass. Finde ich nett, dass du dich so um mich sorgst. 950 Holz und 500.000 Gold. Tut mir leid. Das kann ich mir nicht leisten. Bitte. 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 Ich mache auch mal heute. Ja, 100 Hartholz und 5 Eisenbarren. Und die grüne Hütte. Oder die. Ich stelle mir auch nochmal irgendwann irgendeine Hütte auf meinem Grundstück. Das weiß ich ganz bestimmt. So. Und wieder Steine. Natürlich. Aber 500.000 Holz. Also ganz im Ernst, du bist doch nicht mehr zu retten. Waren da Stielchen? Nein, waren es nicht. Okay, schade.
500.000 und 950 Holz. Wie soll ich das denn jemals zusammenkriegen? Also ganz im Ernst, was hast du dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts, aber... Hallo? Ich meine, wenn ich danach bettelarm bin, ist es ja relativ egal. Ich meine, ich brauche Geld nicht wirklich was außer für Saatgut. Und Saatgut genug habe ich jetzt in meinem Einkauf. Also, das wäre nicht das Problem, aber... Das Problem ist halt, bis ich 500.000 habe, da kann ich nochmal 3-4 Jahre spielen. Und nur um auf Geld zu farmen, habe ich keinen Bock. Kann ich das sogar bei Hartholz zahlen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie relativ lang gehalten. Ja, aber wahrscheinlich lässt das eh keinen direkten Rückschluss zu, weil mein lieber sogenannter oder aber auch Ehemann da immer rumgewerkelt hat und er die immer wieder repariert hat und deshalb nützen wir es wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, was da gerade aus dem Augenwinkel rumgepusht ist. Aber das ist mir auch relativ egal. Ich hab's nur schön gefunden, das Tier vermutlich nochmal zu säen kurz. Ach, und heute ist auch die Händlerin da. Was hast du denn Schönes? Ich hab ein wenig von allem. Schau's dir an. Was, dazu bin ich hier. Mohn ist im Sommer. Hast du bloß eine davon. Richtig nützlich. Wenn ich Papier billiger. Käfigflasche, Barbe, Hauspflanze. Oh. Will ich haben. Was auch immer die macht, aber will ich haben. Hauspflanze. Will ich haben. Vielleicht habe ich sie schon. Aber egal. Wenn dem so ist, dann sei es drum. Ah, das ist Schleim, der nur im Tage beim Inventar voll ist. Ach so, stimmt, Schleimstein kann man auch machen. Was braucht man denn dafür? Ich weiß es nicht. Das hätte ich jetzt auch mal schauen können bei Robin. Egal, muss ich die Tage halt nochmal zu Robin. Ich denke, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Falls es den auch sie baut, aber ich meine schon. Wäre auch sonst, ne? Wäre auch sonst. Da muss ich noch Platz schaffen vom Schleimstall und vom Pferdestall. Gar nicht gut. Und 5 Eisen war das. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Außerdem, dass ich vielleicht das erstmal farmen muss. Also erstmal, ich meine, umwandeln muss. Und ich sollte mal was essen. Nimm mal so einen Meerrettich da bitte. Ja, hat sogar einiges gebracht. Hier keine Schleime mehr. Muss sowieso auch ein paar Schleime töten für dieses komische Achievement. Heißt Achievement für die Monstergilde. Monsterjäger. So wenig Schaden wie die machen. Ist relativ egal tatsächlich. Ob ich in dem drin stehe oder nicht. Aber ich möchte es nicht drauf ankommen lassen, ja? Ich bin da ja schon mal. Es ging mir schon mal nicht ganz so gut. 82, das heißt, man kriegt 12. Ich meine, ich hatte 70. Das heißt, morgen und übermorgen nochmal hierher kommen. Aber das können wir ja machen. Das ist ja kein Weltuntergang, ne? Dann lege ich nur die Hauspflanze da hoch und stelle mir die ins Haus. Und schau, was das für eine komische Pflanze ist. Könnte ich hier nehmen, könnte ich nicht hier draußen hinstellen. Kann im Haus platziert werden. Ich frage mich gerade, ob man sie auch außer Haus platzieren kann. Ja, dann sollte ich... Ich sollte mir echt mal hier wieder einen Pfad machen, ne? Also ich meine, sollte ich halt echt, ne? Jetzt habe ich auch für das ganze Holz keinen Platz mehr, ne? Ich sag mal, ne? Ich kann mal gar nicht. Doch habe ich und für das Harz auch noch. Richtig gut. So, dann mache ich hier so einen Art Weg hoch. Ich weiß auch, dass praktisch alle anderen Leute, die Sartorelli spielen, jetzt hier alles
soll haben mit Feldern und Sprinklern und was weiß ich was noch allem, hast du nicht gesehen, aber warum? Ich will eine Farm, wo ich entspannt arbeiten kann, wo ich machen kann, was mir gefällt, wenn es mir gefällt und wo ich nicht die ganze Zeit danach schauen muss, wo jetzt wie war es, auf welchem Feld und ganz ehrlich, also ich spiele es hier schon, weil es mir Spaß macht, ja? Nicht weil ich eine so effektive Farm wie möglich haben will oder so. Vor allem, wieso sollte ich das auch wollen? Ich will ja eine, wo vielleicht auch noch ein bisschen was aussieht, wo hier also noch ein bisschen Wald hat natürlich. Ich meine, warum auch nicht? Das Holz kann ich jetzt dieses Mal ja auch behalten. Ich sollte ja 500.000 Holz noch bekommen. Auch wenn ich behaupte, dass das eh nie passieren wird, dass ich das bauen kann, einfach mangels Ressourcen, aber auch mangels Geld, aber ja, sei es drum. Übermorgen, ne, übermorgen uns ein Pferd besorgen mit dem Pferdestall und dann können wir, ich bin gespannt, wie das Pferd aussieht, und dann können wir während ich da dann bin, um den Pferdestall bauen zu lassen, vorher schauen, was uns ein Schleimstall kostet, was für Materialien wir da dafür brauchen. Und irgendwann muss ich dann noch schauen, was ich brauche für alle Gerichte. So. 22,50. Ich sollte mich mal beeilen. Oh, das finde ich natürlich immer gut. Wenn ich hier sowas sehe. So, zack, zack. Und ich glaube, jetzt beine ich mir mal den schnellsten Weg da hoch. Weil so langsam sollte ich in Richtung Bett schauen. Da kann ich ja dann morgen weiter dran machen. Dran wirken. Achso, stimmt, ja, mein Inventar ist voll. Gut, schnellste ist jetzt relativ wenig ganz nicht dafür, aber so. Ja, ja, ich weiß, es wird spät. So. Das kommt auch nicht raus. So, gute Nacht. Und ich würde sagen, wir gehen ins Bett endlich mal. Die Pflanze und das alles schaue ich mir dann morgen an, den Rest vom Weg auch. Gute Nacht, mein Schatz. Ja, ins Bett gehen, bitte. Und wir haben ein bisschen was verdient. Ja, nicht so wirklich viel, aber besser als nichts. Der 20. Tag im Frühling. Guten Morgen. Und guten Morgen, mein lieber Till. Ich finde es echt schade, dass ich mit dem nicht wirklich interagieren kann. Ach, Mann. Und wir haben Post. Wer schreibt uns und wo ist mein Schatz hin? Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise. M. Rasmodius. Zauberer. So. Es wird verkauft. Holz wollte ich ja behalten. Das wäre sehr dumm gewesen, das zu verkaufen. So. Das können wir auch verkaufen. Dann wollen wir hier mal gießen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder da zurück und bauen uns einen Weg frei. Oder hacken ihn uns frei. Einen, so ein bisschen. So. Da mit der Sense. Hier auch. Sollte ich vielleicht von der anderen Seite aus machen, dass nicht alles reinfällt. Ins Wasser. So. Ach, da steht einer. Ja, das erklärt einiges. Also noch ein kleiner Baum steht da eigentlich damit. So, dann nehmen wir dich weg. Und packen hier das bisschen weg.
So, damit ich auch wieder zu meinen Zapfhähnen komme vielleicht. Auch mal von Vorteil tatsächlich. So, weg mit dir und weg mit dir. Nein, weg mit dir bitte. Ja, ich weiß, dass ich theoretisch auf der falschen Seite stehe, aber sei es drum. So. Und tschüss. Und euch alle auch weg, bitte. So und weg und weg. So, und jetzt kommt man da vielleicht auch wieder ein bisschen besser durch. Geht doch. Ich könnte da auch noch Wege machen, aber ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob meine Motivation groß genug ist, hier überall Wege zu machen. Ob ich da Bock drauf habe. Ich bezweifle es mal ganz ehrlich. Was für Inventar voll. Die ganzen komischen Samen und mit allem. Und mit meinen anderen, ich habe doch sowas schon im Inventar. Das müsste doch also eigentlich gehen. Oder komme ich nur nicht ran? Ich komme nur nicht ran. Okay. Wie es gesagt haben. Und die Samen, die muss ich dann auch wegpacken. Also die Saat, wie es hier heißt. Tschüss. Und wie viel Holz sollte ich haben? Ich weiß es schon nicht mehr. Egal. Kann ich nachher auch schauen. Ah, der macht irgendwelche Flips mit seinem Skateboard. Finde ich gut. Das deckt sich noch. Und den Rest packen wir ins Haus. Und dir schenken wir mal was. Hallöchen. Nein. Ja, das habe ich besonders gern. Das freut mich. Doch, den wirst du hinbekommen. Ich mache mich jetzt auf eine Reise und bis ich wieder kommen kann, kannst du den. Ich kenne dich nämlich. Bist nämlich sehr ehrgeizig. Und das kriegst du locker hin. Also, so. Weg mit euch, weg mit euch. Mit dir, mit euch. Mit dir, mit dir. Mit dir, mit dir, mit dir. Dann schauen wir doch mal, wie die komische Hauspflanze aussieht. Stellen die da hinten ins Eck. Warum eigentlich nicht? Ne? Warum eigentlich nicht? Ist grün, gibt Sauerstoff an die Luft ab, das ist doch die Hauptsache. Hallöchen, liebes Häschen. Oh, sieht zwar nicht so wirklich schön aus, sondern sieht aus, als hätte man mit Gewalt da eine Schneise durchgeschlagen, aber dafür komme ich jetzt halbwegs praktisch dann nach unten. Und das ist doch auch schon mal was wert, würde ich sagen. So. Die Händlerin ist ja heute nicht da. Den Stein da, den können wir auch mal wegkloppen. Den auch. Kommt man hier wieder ein bisschen besser durch. Und dann wollen wir doch mal. Da unten gibt es einen Eisschleim. Sehr interessant. +2, 4, 6, 8 sind 94, das reicht natürlich nicht. So. Vielleicht sind sogar 96, wenn ich mich verrechnet habe. Ja, ich glaube, das kommt schon eher hin. Was ist denn heute los, lieber Kuni? Ich werde gleich ein wenig sauer. So, und hier gibt es irgendwie gerade keine Schleim. Ach doch. Kaum sage ich was, schon kommen sie aus allen Ecken. Haben wohl bemerkt, dass ich doch da bin. Heute schon wieder. Haben wohl gedacht, sie haben einen Tag ihre Ruhe vor mir. Ja, leider falsch gedacht. Aber nach morgen komme ich so schnell vermutlich auch nicht wieder. Falls es euch freut. Oh, hier ist die Schleimparty. Tut mir leid, ja. Bitte, danke. Und so. Die
auch jemand sein, sondern ich reg mich der Spruch, bitte denke ich sowas und hat auf Jahr 96, war doch klar. Diesen Monat ist, meine ich, auch kein Fest mehr. Ach ja. Die Robin. Ich brauche noch 4, ne? Ja, komm. Ja, doch, machen wir morgen nochmal neu. Und so lange schmelzen wir das Eisen und kümmern uns um so Zeug, würde ich sagen. Warum auch eigentlich nicht, ne? Ich habe auch das Gefühl, die Musik ist hier sehr leise, ne? Aber vielleicht ist es nur mein Eindruck. Ich hätte gern die Früchte, dankeschön. Kann ich Grüneigenschelle machen? Nein. Habe ich bestimmt schon 100 Mal probiert. Leute, ihr kennt doch mein Gedächtnis. Ich kann mir noch nichts merken. Machen wir hier noch Käse? Nein. Ich sag's euch, ich bin so froh, dass ich das alles nicht mehr von Hand einzahlen muss von den anderen Tieren auch noch. Ich würde, durch das, dass ich da sehr selten hingehe, würde es da echt aussehen wie Kraut und Rüben. So, dann Eisen, komm mal her. Nehmen wir mal 15 Stück. Und 2, 3 Kohle. Dann haben wir schon mal 3 Eisenbarren. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchte ich? 6 oder so oder 5. Dann machen wir uns die halt. Die waren hier drin. Brombeerwein. Natürlich. Warten, bis das fertig ist. Eisen dauert ja nicht so lange, meine ich. Dann holen wir den Honig ab und das Zeug hier. Ach, da kommt man wieder mit dem Kopf. Hey. Finde ich gar nicht gut. So. Ich weiß, ich sollte das echt mal aufheben und verwenden, aber. Nee. Das passt schon. Dann lege ich mir 15 wieder ins Inventar. Und 3 hiervon. Und dann gehe ich zu den Tieren nach hinten, bis ich wiederkomme. Entschuldigung, bis ich wiederkomme, sollte das eigentlich fertig sein, hoffe ich doch mal. Was ist denn hier los? Also die großen Bäume dürfen da alle stehen bleiben, aber die ganzen kleinen hier, die kommen alle weg. Die möchte ich da alle nicht haben. Die machen mein ganzes Feng Shui kaputt hier. Sieht doch nach nichts aus. So. Aber ich bin ziemlich froh zu sehen, dass sich das Gras doch ein bisschen ausbreitet, trotz meinen vielen Tieren. Das war nicht meine Intention. Das heißt, ich hänge ich da gleich wieder hin. Aber sowas von gleich. So, ich meine, in dem Baum warst du. Nein, das war falsch. Das ist auch falsch. So. Einfach, damit ich das wieder so ordentlich habe und dass ich hier ein bisschen einen Überblick habe. So, ja, super Schwein bist du. Super Trüffelschwein. Ah, es geht sogar, war ich also doch gestern hier oder so. Wie ihr seht, mein Gedächtnis ist echt nicht das Beste. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon bei den Hühnern war oder nicht. Muss ich ja zugeben, ja, super scharf bist du. Oh, wenn ich das schon wieder alles sehe, wo das schon wieder alles fertig ist, ich habe doch so ein kleines Inventar. So. Ich lasse den Rhabarber mal, weil dann muss ich hier sonst so. Sonst ist das Feld direkt weg, wollte ich sagen, aber das ist jetzt ja auch. Weil ich hier auch nicht aufpasse, was ich abernte. Weil ich manchmal ein Trottel bin. So. Sehr schön. Dann kann ich das. Ich meine, Mais war noch fertig, ne? Ja, Mais war noch fertig. Kann ich den Mais auch noch mitnehmen? Kann ich das alles verkaufen gehen? Und ich habe noch Platz, sehr schön. Die Eisenbarren währenddessen einsammeln.
habe sogar noch mehr Platz, das heißt, ich kann den Käse auch einsammeln. Ach, richtig gut, so. Und da oben will ich auch keinen Baum. Ach nee, die behalte ich. Die bekommt Sam dann. Die mit super duper Qualität. Die Drüssel verkaufe ich alle. Ich verkaufe euch auch, dich auch, euch auch. Das Holz kommt in meine Minenkiste. Und ich denke, dann bin ich für jetzt gerade sogar schon fertig. Guten Abend, mein Liebling, also für heute. Hey, du siehst müde aus. Ich habe wieder beim Entspannen, okay? Vielleicht gebe ich dir später noch eine Massage. Das fände ich richtig gut. Ach ja, ich finde es ein bisschen dumm, dass sie sich nicht richtig gegenüberstehen und küssen, sondern dass sie sich immer so komisch diagonal da küssen. Aber bitte. Ist ja nicht mein Problem. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Stardew Valley.